So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Folge. Naja, halbe Stunde. Keine Ahnung, ob das jetzt klein ist. Aber auf jeden Fall zu einer weiteren Folge und die für heute auch wahrscheinlich letzte Folge. Ist ja auch schon die 8. Folge, wenn ich es richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. Ja, zur letzten, ist ja auch egal. Folge, irgendwas mit Folge. So, wir haben hier Aufräumen. Also hier oben kommt das ganze Geröll rein. So, die Kiste können wir direkt wieder ausräumen. Warum ist das Brot da drin? So, Holz kommt nämlich hier rein. Alles, was mit Holz zu tun hat. Und da rein. Hier kommt Gedingskram rein. Also gar nicht so viel. Und hier kommen erstmal auch die ganzen Lebensmittel und vor allen Dingen auch die ganzen Rohstoffe rein. Ja, unter meinen Klon gibt es ja nicht so viele verschiedene Arten von Rohstoffen. Von daher kann man Rohstoffe und Essen hier durchaus schon gemeinsam hinpacken. Zur Not macht man Rohstoffe weiter unten hin oder so oder andersrum. Ich glaube, andersrum macht sogar mehr Sinn. Essen nach unten. Ja. Lassen wir so. Ich meine, früher oder später bauen wir hier sowieso noch einen Keller. Habe ich zumindest erstmal so vor. Und im Keller können wir dann sowieso wieder massig Kisten hinstellen, wo wir dann Sachen so wie Cobblestone und sowas, was massenhaft anfällt, dann auch noch mit reinklatschen können. Aber jetzt erstmal ist das hier, wie gesagt, so unsere mehr brauchen wir erstmal nicht. Und wenn doch, dann holen wir uns einen Anwalt oder so, keine Ahnung. Genau. Genau. Alter, wir haben 29 Mal volle. Ups. Wie ist das denn passiert? So, die kommt auch erstmal hier unten mit rein. Because I don't care. So, und nächste Kiste holen. Wobei, bei der Kiste müssen wir mindestens zweimal laufen. Mache ich erstmal die eine Seite. So. Ist ja das Schöne, dass man die Kisten auch nur halb zerstören kann. Also halt eine Seite nach der anderen abbaut. Und damit dann nicht gleich alles komplett über die Ordnung geht. So, massenhafte Fleisch hier. Ja. So. Sieht gut aus. So, und du kannst dann eigentlich direkt hier hinten hin. Was da reinkommt, was wollte ich denn da reinmachen? Ach ja, später das Holz, ne? Ah, egal. Ach komm, kann ich ja einfach direkt abbauen. Yay! Diamanten! Hä? Wer hat den Diamanten doch schon gefunden? Wieso sagt er erst jetzt, dass wir Diamanten haben? Verstehe ich nicht. Sehr interessant. So. So. Stimmt, hinten wollte ich das ganze Holz reinmachen. Was wir jetzt aber schon da oben haben. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir haben mehr Kisten als Sinn macht. Also hier ist Geröll. Da ist Holz. Hier ist alles das ganze Krempelzeug. Aber hier ist doch schon Krempelzeug. Please help me. Somewhere. Okay, dann machen wir hier das ganze Krempelzeug wieder raus. Ja, stimmt ja ähnlich. Ihr sollt ja nur Essen, essbare Sachen und Wertsachen rein. Also hier, Rohstoffe und sowas alles. Eben, Krempel ist ja extra. Ich schon wieder. Ich mache hier schon wieder alles kaputt. Warum hält mich denn keiner auf?
Steak nicht. Nee, du bist auch Wertsachen. Auch wenn ich nicht weiß, ob wir das jemals verwenden werden. ich bin voll. Also, ich meine jetzt nicht, ich, ihr, also, ja. Stimmt, wir wollten uns auch noch so eine Gartenbahn bauen, ne? Oh ja. Mal gucken. Das. Nee, das ist auf jeden Fall angeblich was Wertvolles. So, die Sachen kommen da alle nach oben. Das kommt nach oben. Kommt nach unten. Genau, die Sachen hier nach unten kommen. Die Äpfel mache ich mal so ein bisschen so, damit die so thematisch beieinander sind. Massig Kartoffeln. Könnten wir eigentlich direkt mal ein Steak in den Ofen schmeißen. Machen wir auch mal. Weil ich geil bin. So. Genau. Werkzeuge mache ich mal nach unten, damit man die immer direkt sieht, was man da alles hat. So wie ich, der jetzt alles fünfmal hat. Ja, komm, Pfeile mache ich mal da. So. Ah, ne, das ist ja Holz. Das ist auch Holz. Das ist auch Holz. Und das ist auch Holz. Das ist auch Holz. Holz. Wie gesagt, alles, was mit Holz zu tun hat, kommt da oben rein. So. So. Ja, das ist eigentlich im weitesten Sinne auch, aber ja. Man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Ne? So, Werkzeuge. Wir brauchen eine Spitzhacke. Wir brauchen. Kann man die kombinieren? Jawohl, ja. So, dann hier noch so ein Ding und eine Schuppe, dann haben wir alles. Ja, wir haben ja schon eine. So, okay. Aber eine Hau kann man auch immer mal gebrauchen. Jütchen, ja, die Kiste wird einfach erstmal leer. Wie kommen die hier rein? Oder waren die schon drinne? Achso, hier ist ja dezent offen, ne? Brauche ich ja mal Glas. Glas, 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 Glas. Oh, schon wieder reingefallen. Wo ist denn Glas? Ich muss jetzt nicht mehr raus. Das heißt, es kann jetzt hier zu. Und unser Heim ist ab jetzt quasi sicher. Weil auf dem Stein dürften keine Viecher spawnen. Ist ja Baumaterial. Und damit nichts, worauf andere Viecher spawnen. So wie ich. Habe ich. Ja klar, stimmt, ich habe hier schon geschlafen. Das heißt, der Wiederherstellungspunkt ist an der Stelle schon gesetzt. Sieht doch gut aus. Weißt du was? Wir machen mal, wenn wir gerade dabei sind. Wo waren die Dinger jetzt? Ach ja, bei Holz. Wir bauen mal jetzt doch die kleine süße Lorenbahn. Da habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Wo ich gerade gesehen habe. So, Sonne ist hoch am Himmel. Sehr schön. Die Frage ist, wo bauen wir die lang? Ich würde gerne so einen kleinen Kreis bauen. Das heißt, hier so schön am Haus lang. Ja, leider. Tja, das war natürlich geil, so Advanced Trains, ne? Wo man auch so, ne? Wo man halt nicht so um die Ecke bauen muss. Was war das jetzt? Sondern wo man halt auch so etwas, ne? Weitere Sachen bauen kann. Naja. So, damit wir hier. Ne, wir wollen einen Kreis bauen, das heißt. Ah, so viele Gleise habe ich gar nicht mehr. Man verbraucht ja doch mehr Gleise, als ich dachte hier. Ja, nee. Das ist ja schade. Das war's ja schon. Ups. Okay. Let's go. Let's go. Yay. Wuhu. Map, map. Ich fahre mit der Eisenbahn. Tralala.
Das Schöne ist jetzt auch, dass das mit dem an sich mit dem, ne, also ich weiß jetzt nicht, ob es an Minecraft 5 liegt. Ich habe jetzt in Minecraft 2 noch nicht nochmal probiert, aber das mit dem Bahnfahren funktioniert jetzt wesentlich smoother. Auch wenn ich jetzt hier, kann ich ja mal, habe ich schon, wir können uns ja mal ein Boot bauen. Ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht im Vergleich zu früher. Holz, Holz. Ja, das ist zu wenig. Ich brauche noch zwei. Ne, das Schwimmen und sowas alles. Das war ja früher ein Gestockere vom Herrn. Aber mittlerweile funktioniert es halt richtig gut. Ja, da kannst du fahren, wie du willst, und es stockert kein bisschen. Du kannst direkt lenken. Alles wunderbar. Ja. Ich meine, beim Singleplayer hat das sowieso immer schon funktioniert. Weitestgehend. Aber sobald du halt auf Server gestellt hast und ich spiele ja hier mit Server, ne? Und sobald du halt auf Server geschaltet hast, da hast du dann gemerkt, da hat es nicht mehr so hingehauen. Ich meine, ja gut, es bleibt es noch auszutesten, wie es jetzt ist, wenn. Bleiben Sie bitte stehen. Wie wär's mal mit. Hallo? Bleiben Sie. Können Sie bitte. Ich habe Sie gerade gelobt. So, let's go. Was war das gerade? Hä? Ach so. Ich wollte gerade wie bei der Lore mit Hauen anstoßen, aber hier musst du ja WASD drücken. Wo ist unser Haus? Müsste da sein, oder? Da. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Jetzt ist natürlich noch, jetzt sind wir natürlich noch zu gucken, wie es dann wäre, wenn ich jetzt wieder diese öffentliche Server hoste, die dann also auf einem anderen Rechner sind. Wie da denn die Performance ist mit dem Dings da. Aber bietet der da gerade? Aber zumindest das Lokale funktioniert jetzt mittlerweile echt gut. Ey, Fisch, ey, ey, Fisch, ey. Ey, hallo Fisch, ey, Fisch, ey, Fisch, 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 ey, ey, ey. Fischi, Fisch, Fisch, Fisch. Ich kann ich gleich mal gucken, wie es eigentlich mit der ja, doch die Bitrate, wenn ich hier so schwimme, bleibt tatsächlich relativ moderat. Also ich habe jetzt so 35.000 Kilobit pro Sekunde. Das geht eigentlich tatsächlich. Schwimmen wir mal hier so ein bisschen lang, ne? So ein bisschen so die Welt erkunden. Ja. Viele Höhlen und überall Kies. Das ist ja hier eine Welt aus Kies. Alter, hier gibt es Schotter. Ah, hier gibt es richtig. Oh, da hinten ist ein Hexenhaus. Oder wie die Dinger heißen. Oh, da gehen wir doch direkt mal hin. Wir hätten mal, wenn wir jetzt etwas länger unterwegs sein wollen, hätten wir mal ein bisschen an Nahrung denken sollen. Wobei hier, da gibt es garantiert überall Nahrung. Also, jetzt machen wir uns mal hier nicht ins Hemd. Hier ein einzelner Baum, weißt du? Kann ich das mal bitte? Okay, komm, 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 komm. Kann ich jetzt mal? Ich kann das mal. Wie funktioniert das? Whatever. Nee, stimmt, so viel ist da eigentlich. Okay. Meine pure Anwesenheit bringt die Monster zur Verzweiflung. Das ist sehr rührend, dass sie nicht direkt krepiert. Wir brauchen ein bisschen Kies, ein bisschen Sand. So, da würde ich hier gerne mal hoch. Dankeschön. Da ist der Eingang. Gab es hier nicht mal mehr? Ah, ich glaube, das Ding kriegen wir nicht abgebaut, oder? Achso, ich habe ja nicht Spitzhacke. Ich schon wieder. Haben wir direkt Zubehör für unsere Küche. Nice. Ja, aber sonst gibt es hier gar nichts. Ich dachte, da gibt es immer mehr. Ja, da können wir die direkt wieder hinpacken. Easy.
Wo geht's hier? Oh! Gibt's hier eine Kiste? Gibt's hier Kisten? Kisten, Kisten, Kisten? Hier gibt's Eisen. Okay, allzu viel scheint hier doch wohl nicht zu geben. So lang ist der Abschnitt nicht. Obwohl, hier geht's noch lang. Oh, noch mehr Gleise. Cool, dann haben wir jetzt direkt die nächste Mine hier. Können wir direkt wieder hier abbauen. Und ich glaube, ich nehme noch ein paar Gleise mit. Ja? Okay, hier ist dunkel. Ich habe leider keine Fackeln dabei. Ich höre jetzt hier überall. Scheint hier wohl, ich nehme an, irgendwie eine Höhle zu sein. Wir hätten mal ein paar Fackeln mitbringen sollen. Ich in meinem jugendlichen Leichtsinn hier. Aber gut, wir gehen nochmal raus hier. So. Hier haben wir bereits alles durchgeguckt. Das heißt, hier können wir... hier gibt es gar nichts. Was? Hab ich mich gerade hier an der Fackel verbrannt? Nö. Wobei habe ich denn gerade Schaden bekommen? I don't get it. Alter, warum sind wir hier so im Gesicht rum? Oh. Dezent dunkel. Oh, apropos dunkel. Es wird gerade ganz schön dunkel. Ja, kann ich mal eine Fackel verlegen? Sprache lernen, Bubble. Oh, hier ist Ende. Wow. Hat sich ja voll gelohnt hier. Bin begeistert. So. Dann haben wir alles, was wir wollten. Eigentlich wollten wir gar nichts. Problem ist, jetzt wird es hier draußen auch dunkel, ne? Ein Umstand, der jetzt nicht so geil ist. Hier, Alter. Der ist ja voll auf Drogen. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben und suchen unser Boot. Da hinten müsste es sein. Guck mal, wie die Paddel nach oben stehen. Macht ja mal voll Sinn, Alter. So, dann. Freie Fahrt, volle Fahrt nach Hause, würde ich mal sagen. So, da haben wir jetzt ein paar Gleise und einen schönen Kochtopf und wir sind out of food. Upsala. Ja, da sollten wir mal erst recht nach Hause, ne? Stimmt, wir wollten uns ja auf der Insel ein bisschen Nahrung suchen. Hat wohl nicht so funktioniert. Naja. Das Schöne ist, auf dem Wasser ist die Fortbewegung ja relativ schnell. Man verbraucht doch verdammt wenig Nahrung. Tatsächlich, weil gerade schwimmen, also jetzt nicht selber schwimmen, aber paddeln bewegen, verbraucht ja eigentlich
Doch schon mehr, als jetzt einfach mal so zu laufen, sage ich jetzt mal, ne? Wir haben gerade mal eine einzige Fackel da im Haus. Ach nee, ist der Backofen. Stimmt, wir haben gar kein Licht im Haus, ne? Ups. Ah ja, kann ja mal passieren. So, die Frage ist. Okay. Mit einer Axt kann man das Ding relativ gut aufheben. Aber ansonsten mit der Hand kann man das Ding quasi gar nicht aufheben. So. Machen wir hier mal ein bisschen Licht, ne? Dass mir das noch gar nicht aufgefallen ist, dass wir kein Licht haben. Fackel sind da oben. Genau. Wie gesagt, Spawn sollte hier eigentlich nicht. Auf den Steinen. Aber sicher, sicher. So, genau, Fackeln sind alle auf gleicher Höhe. Das Geile ist, dadurch, dass der Raum hier vorne insgesamt größer ist, wirkt das mit den dadurch, dass die Fackeln auch eins höher sind, weil der Boden ja eins tiefer ist, wirkt das auch automatisch besser, sage ich jetzt mal. Ja, wenn ich jetzt hier die Fackeln auch eins höher setzen würde, wäre es die Frage, ob es noch so gut aussehen würde. Wäre schon geil. Kann man schon echt so machen. So. Ra, richtig schön mit Blick aufs offene Meer aufwachen. Ist krass korrekt. So, jetzt haben wir ganz viele Gleise. Anderthalb Stacks. Können wir unsere Gleisanlage hier ein bisschen erweitern. Ich weiß zwar nicht, was das genau jetzt bringen soll. Hier da noch so. Ich meine, viele Attraktionen werden wir jetzt hiermit sowieso nicht abklappern können. Vor allem, weil wir die Gleise immer nur so komisch in Viereck backen können. Das nimmt sowieso dem Ganzen ein bisschen die Kreativität raus. Was machen die beiden Viecher da? Lass mir eine Beete in Ruhe. Sonst könnt ihr mal beten. Uhaha. Ja. Warte mal kurz. Ich versuche mal, Dinger noch mal ein bisschen Richtung Strand zu führen, macht das Sinn? Wenn ja, wie viel sind? Das macht auf jeden Fall keinen Sinn. So. Das heißt, du musst jetzt auch nochmal. So. Ach nee, der hätte doublen können. Ist ja auch egal. So. Voilà. Bin ich noch nicht von überzeugt. Alternativ hätten wir die Gläser natürlich doch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in die Richtung schieben können. Obwohl, nee, der geht ja noch weiter zum Strand, das heißt, so weit können wir gar nicht. Mathematik, wir brauchen mehr Gleise. Ach komm, rechnet so. So, die behalten wir einfach im Inventar. Auf Halde quasi, ne? Ich weiß man nie, für was man die noch gebrauchen kann. Und jetzt düsen wir ab nach Hause. Yay! Zu Hause, ich komme! Uhu! Halt, halt, halt! Danke. Flitzt aber ohne uns weiter, gibt's ja. So, das ist alles Krimskrams. Kommt alles in die Krimskrams. Ah, ne, das Ding können wir gleich mal direkt hier irgendwie gucken, ob wir das aufstellen können. Zum Beispiel da so hin. Ja, siehst du, das passt doch. Haben wir hier unsere kleine Werkbank. Hier haben wir, was auch immer das sein soll. Und hier haben wir, was auch immer das sein soll.
So, das kommt dahin, das kommt dahin. Du bist Holz, kommst auch da. Du auch. Du kommst auch da. Krimskrams ist alles hier. Passt doch. So, können wir uns eigentlich mal angucken, wie wir das Dach hier bauen wollen. Oder wir ziehen das Glas an sich noch eins hoch, dass die Etage hier 7 hoch ist. Das würde quasi die obere Etage dann eben machen. Und wir hätten hier drinnen. Alter! Und wir hätten hier drinnen noch mehr Aussicht. Wäre das geil oder wäre das geil? Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Ich meine, noch cooler wäre natürlich so ein Skydeck. Ja, also hier komplett Glasdach. Aber dann wird es schwierig, da noch eine Etage drauf zu packen. Vor allem Glasfußboden. Wiederum sieht dämlich aus. Also, weiß ich nicht, ob das Sinn macht in dem Moment. Ja, da hinten haben wir diesen komischen Schrein. Oder Tempelanlage, Tempelstätte, was immer das darstellen soll. Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Und weil ich überfragt bin, machen wir am besten an der Stelle einfach Feierabend. Ja, okay. Deal. Hier müssen wir auch noch überlegen. So, hier schlafe ich ab heute immer. Hey, ist ja schon gemütlich. Ja, von daher würde ich mal sagen, sieht man sich dann irgendwann wieder. So. So, schöner Ausblick. Let's go. So. Da-da-da. Ja, dann würde ich mal sagen. Also das Aufnehmen an sich war zumindest schon mal relativ erfolgreich tatsächlich. Das hat alles soweit funktioniert. Ich kann noch mal ganz kurz hier nachgucken, wie es jetzt so. Ja, das natürlich. Ja, doch, da ist jede Frame ist eine Frame. Also mit 60 FPS aufgenommen hat er auf jeden Fall. Das sieht schon mal gut aus. Sollte also eigentlich alles so geklappt haben. Das heißt, wenn denn mein Glasfaseranschluss denn irgendwann mal da ist, steht uns dann eigentlich so nichts mehr im Wege. Also mir jetzt, was das Machen der Let's Plays angeht. Ihr müsst ja sowieso nur gucken, ne? Ihr habt's ja einfach. Wenn bei euch irgendwas nicht klappt, dann geht er einfach auf 480p runter. Das kann ich hier nicht machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die Filme, die Videos in H265 konvertiere. Leider nimmt, also unterstützt OBS das Aufnehmen nur in H264. Also ich kann auch noch auf diese erweiterten Option gehen und dann direkt mit FFmpeg da irgendwie rumkuddeln. Aber das hat bisher, glaube ich, nicht wirklich funktioniert gehabt. Ich hatte das ja früher, glaube ich, mal probiert gehabt. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, wie gesagt, solange wie ich da selber rumkuddeln muss, ist das auch nicht das Goldene vom Ei. Achso, wie war es eigentlich mit dem Sound? Sound war ja jetzt auch gut, ne? Ja. Und ich, genau, Sound war auch gut, sehr schön. Ja. Was will ich sagen? I have no idea. Wo war ich denn gerade? Achso, ja, genau. Nein. Ja, egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich werde wahrscheinlich. Ja, mal gucken, ob ich morgen wieder meinen Test aufnehme. Weiß ich nicht. Oder ob ich dann morgen. Vielleicht ein bisschen Doom. Muss ich morgen gucken. Ja, von daher soll es das für das erstmal gewesen sein. Genau. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann entweder für euch, denn kommen noch Folgen. Ich weiß ja nicht mal, ob es diese Folge überhaupt ins Internet geschafft hat. Ne? Es ist ja immer noch so die Frage, wie der Upload-Gott zu mir steht. Jetzt gerade klappt es zum Glück. Aber kann wieder sein, dass es von einem Tag auf den anderen nicht mehr klappt. Und ich werde für diese Folgen wohl ein paar Tage brauchen, bis die hochgeladen sind. Ich meine, ich habe jetzt heute mit meinem Test insgesamt 30 GB produziert. Und die hochzuladen wird also. Ah,
ungefähr 10 Tage dauern. Was habe ich mir da vorgenommen? Was habe ich getan? Ich freue mich schon, wenn wir Glasfaser haben. Das wird die Sache drastisch vereinfachen. Na gut, dann auf jeden Fall, ja, man sieht sich garantiert irgendwann mal wieder. So groß ist die Welt jetzt auch nicht. Von daher, tschüss.